Fußballfreunde, herzlich willkommen zum zweiten LFV-Experten-Talk, eine Idee, die wir lanciert haben mit dem Anfang der WM-Qualifikation für die Endrunde in Südafrika. Angefangen haben wir in Aserbaidschan, in Baku, und jetzt die zweite Expertenrunde hier in Cardiff, in der Hauptstadt von Wales, wo das zweite Auswärtsspiel ansteht, nämlich eben Wales gegen Liechtenstein. Und unsere Expertenrunde, die ist grösser geworden im Vergleich zum ersten Mal. So nach dem Motto, ohne Jan sind wir stärker, haben wir einen neuen Mann vom Volksblatt dabei. Es ist der Sportchef, der Heinz Zöchbauer, der mitgereist ist hier auf Wales. Dann vom Radio, der Chrissi Kindli, auch er zum ersten Mal mit dabei. Und unsere Haudegen in Sachen Fußball-Expertise, der Ernst Hasler vom Liechtensteiner Vaterland. Er, der ja seinen Sachverstand bewiesen hat, er hat nämlich letztes Mal richtig tippt, der hat gesagt, es ist möglich, dass man in Aserbaidschan einen Punkt holt. Was er heute tippt, das würden wir sicher in wenigen Augenblicken erfahren. Jetzt aber so eine Frage zum Auftakt in die Runde. Alle drei Herren sind mit der Mannschaft angereist. Es sind zwei Trainingseinheiten angestanden. Heinz Zöchbauer, was hast du so beobachtet in diesen zwei Einheiten? Wie hat sich die Liechtensteiner Mannschaft gezeigt auf dich? Was ich beobachtet habe, ist, dass die Mannschaft sehr frisch, sehr agil wirkt. Auch gestern im ersten Training hier in Cardiff, nach doch einer 9-stündigen Reise, hat sie überraschend frisch gewirkt. Dynamisch, man merkt, die Spieler strotzen vor Selbstvertrauen. Sie möchten, und die möchten endlich einmal da auf der Insel vielleicht sogar mal 3 Punkte mitnehmen, was sehr, sehr schwierig wird. Aber ich gehe eigentlich ganz zuversichtlich in die Partie. Das ist ein Eindruck von außen. Dann haben wir auch ein Interview gemacht mit den Spielern. Chrissi, was haben die Spieler so in den Interviews so von sich gegeben? Was haben sie so wissen? Also zuerst mal könnte ich bestätigen, was der Heinz gesagt hat, wegen Selbstvertrauen, ist ganz klar. Das 0-0 in Aserbaidschan, glaube ich, hat sich ausgewirkt. Darum trainieren sie auch sehr aggressiv, sie gehen selbstbewusst das Werk. Das sieht man in vielen Aktionen, nicht in allen logischerweise, aber dort merkt man, sie sind nicht als Profi drin. Sie machen einen sehr entschlossenen Eindruck bei den Interviews. Sie wollen unbedingt einen weiteren Punkt holen und wir sind sehr gespannt, ob das gelingt am Samstag. Ist natürlich entscheidend, was der Gegner macht. Der Gegner heimstark. Sie haben das erste Spiel gegen Aserbaidschan gewonnen. 1-0. Aserbaidschan, da bist du ernst in der Pressekonferenz gewesen. Die haben dir als Unterhaltungswert hoch eingestuft. Jetzt kommen wir gerade von der Pressekonferenz hier, von den Waliser. Was ist da so abgegangen? Was macht Wales für Äußerungen? Was wollen sie machen? Gut, Wales ist natürlich gerade mit der Erwartung, dass Spieler zu 3 Punkte fahren wird. Es ist unmissverständlich zum Ausdruck gehabt, dass jetzt der Trainer war, der John Toschak oder der Craig Bellamy, der grosse Hoffnungsträger von der Waliser. Der Trainer hat ihn noch als die Dimension bezeichnet. Das ist eine andere Dimension, hat er gesehen, als die anderen Spieler, die ihm zur Verfügung standen. Und damit ist eigentlich alles klar gesehen, dass er natürlich jetzt wirklich Hoffnung in ihn hat, dass er damit von dem ausgeht, dass er wieder die Mannschaft sagen wir, zu einem Sieg führt. Und natürlich im Hinterkopf ist schon ein bisschen das Deutschlandspiel angesprochen worden. Sie haben es vermeiden wollen. Sie haben immer wieder gesagt, die Konzentration geht natürlich jetzt einmal im Liechtensteinspiel. Wir sind gespannt, ob es wirklich so einfach ist. Ich habe schon den Eindruck, dass die Liechtenstein ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Weil sie ja eigentlich schon ein bisschen gesehen haben, ja, mal, wir haben es ein bisschen gesehen, wir haben es ein bisschen beobachtet. Wir sind schon ein bisschen informiert. Aber wir haben gespürt, es ist nicht wirklich der Respekt, wie es vielleicht schon bei anderen Gegnern der Fall war. Das ist eine Voraussetzung, eine Ausgangslage, die natürlich in unserer Mannschaft muss richtig umgehen muss. Bellamy ist angesprochen, Statistik spricht für ihn, gut 50 Einsätze für die Nazi, über 15 Goal geschossen bei internationalen Spielen. Du bist ja dabei gewesen beim letzten Auftritt hier, 4-0 hier für Wales. Man kann die Spiele sicher nicht vergleichen, aber trotzdem tendenziell, wie muss man Wales erwarten? Also damals ist natürlich der Bellamy, den wir jetzt gerade angesprochen haben, der überragende Mann auf dem Platz. Wir hätten überhaupt nie einen Griff übergehen. Er hat, kann man sagen, fast Katz und Maus gespielt mit unserer Abwehr. Man muss aber auch sehen, die damalige Mannschaft hat ein bisschen ein anderes Bild als die Mannschaft, die morgen auflaufen wird. Sie sind nur die gleichen Innenverteidiger. Sie sind ein bisschen schneller, agiler, die das Innenverteidiger-Duo bilden werden. Dort wird es sehr entscheidend sein, dass man wirklich der Bellamy einschenken kann. Und ich bin jetzt so überzeugt, weil er jetzt auch ein Jahr alt war. Er hat einen doppelten Listenbruch gehabt und hat praktisch ein Jahr lang keine richtige Spielpraxis. Ich glaube nicht, dass der schon auf einem Top-Level ist. Was ich sage, die Tendenz bei uns eher ein bisschen die andere. Wenn ich den Mario Flick als Beispiel hernehme, der hat vor einem Monat das genau das Problem gehabt. Er war hier noch nicht in Form gewesen. Er hatte auch eine Verletzung gehabt, 3 Wochen auch gewesen. Und bei Mario Flick sieht man natürlich als ganz anderen Mario Flick auf dem Platz. Und darum glaube ich, es kann der Vorteil für uns sein, dass sie zwar auf den Hoffnungsträger setzen, die Waliser, aber er ist noch nicht parat.
Wir stehen hier auf einem Holzrost und trotzdem sind wir mit beiden Füßen am Boden. Wir schauen die Realität ins Auge. Man muss nur das FIFA-Ranking anschauen. Unsere Mannschaft gut 130, Wales gut 60. Also kann man sagen, die anderen doppelt so gut oder halb so schlecht, je nachdem, wie man das auslegen will. Wenn man das Spiel jetzt anschaut, am Tag vorher, was würdest du heute als Überraschung werten, was morgen passieren würde? Als Überraschung werden, wenn unsere in Führung gehen könnten. So ist es, glaube ich, gemeint, oder? Wenn unseren Führungstreffer klingen würde, wenn sie den Ansturm der Waliser in der Anfangsphase, erst 20 Minuten, heil übersteht hätten und bei einem Konter in Führung gehen könnten. Und das wäre wahrscheinlich auch der Schlüssel, dass man da punktet, wenn er das klingen würde. Sie arbeiten sicher dafür. Die Frage natürlich auch das andere. Es kann der Worst Case passieren, Heinz. Aus deiner Sicht, was wäre der Worst Case aus der Sicht der Liechtensteiner Mannschaft? Was wäre für dich eine Enttäuschung? Eine Enttäuschung wäre für mich in erster Linie, wenn sich die Mannschaft den Vorwurf fallen lassen müsste, dass sie da nicht alles gehen. Das wäre für mich die Enttäuschung. Vom Resultat her, ich möchte eigentlich gerne nicht so ganz groß auf den Sieg gehen, weil das Resultat, wir spielen gegen einen Gegner, der aus Großteils von Premier League-Spielern besteht, Mannschaft. Sie sind sicher hochwertiger besetzt wie unsere Nationalmannschaft. Es kann alles passieren. Und enttäuscht wäre natürlich auch, wenn wir schnell einen Gegentreffer kassieren täten. Aber sie sind ja die roten Drachen, wie man sie da nennt. Ein Fabelwesen, eine Märchenfigur. Im Märchen ist alles möglich und im Märchen gewinnt meistens der Kleinere. Und ich hoffe auf einen märchenhaften Ausgang. Das wäre natürlich etwas, was sehr viel würde freuen. Es sind da sehr viele Liechtensteiner mitgereist. Das wird man dann sicher auch sehen in der Nachberichterstattung. Letztes Mal haben wir tippet in Aserbaidschan. Das lassen wir heute. Heinz hat ein gutes Stichwort gegeben. Er will ja sowieso nicht tippen. Aber ich möchte jetzt euch drei Herren bitten, Nationaltrainer zu spielen. Sagen wir jetzt Ernst aufgrund von seiner Erfahrung. Er ist der Bidu Zaug, er ist der Chefcoach und ihr sind die beiden Assistenten. Und ich möchte, dass euch drei jetzt für mich, für uns, die Aufstellung machen. Sagen wir 4-4-2, auf das einigen wir uns. Der Goalie. Ernst, fangen wir an. Ich glaube, ich gesetzt mit Petri Ehle. Gut, dann nehmen wir die Abwehr. Von hinten, von rechts nach links. Wer spielt bei dir auf der rechten Aussenbahn hinten? Ritzberger, Marco. Halb rechts? Ich würde dort Delia. Okay. Dann neben dem Delia. Ach, das ist doch klar. Und so hätten wir etwa wie Aserbaidschan. Und dann kommt man auf die linke Aussenbahn. Franz Burmeier. Okay. Können wir mit dem leben, alle drei? So Startformation Aserbaidschan, die sehr gute Arbeit geleistet hat. Kommen wir ins Mittelfeld und fangen auf der rechten Aussenbahn an, Heinz. Wer gesagt, bist du rechts aussen? Das wird relativ schwierig. Letztes Mal gegen Aserbaidschan hat Michele Polverino dort gespielt. Den kann man natürlich auch auf der Seite bringen, also in der Mitte bringen. Wenn ich alles überlege, so wie ich das Training sehe, ich würde wieder so anfangen mit dem Polverino auf der rechten Seite. Also mit Gele aussen rechts, dann kommen wir gleich ins Zentrum. Dort haben wir letztes Mal Gerste Büchel, Martin Büchel. Ernst? Da gibt es nicht einen Zehner, aber ich würde natürlich den Polverino auf einer Position sein. Das ist immer schon nicht deckungsgleich, weil Polverino hat die höhere Aggressivität als Martin Büchel und ist sehr wichtig gegen die. Sie spielen vor allem mit einer Raute, zwei Offensiven, zwei Hängenden. Und darum wird es entscheidend sein, dass man dort von den Leuten her gut bestückt sind mit aggressiven Typen. Und Martin Büchel hat die Aggressivität, glaube ich. Ist zwar ein sehr guter Fußballer, darum würde ich den Polverino ins Zentrum nehmen, würde rechts Thomas Beck nehmen. Und, Martin Büchle würde vielleicht eher hinter der Spitze laufen. Also dort her ein bisschen eine andere Formation. Und trotzdem natürlich, wenn ich nicht abweichen vom 4-4-2, auf links ist dann klar, dort ist der Fischer vorgesehen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, ob dein Co-Trainer das bestätigen kann. Das kann ich bestätigen. Und dann bleibt, glaube ich, nur noch der Angriff, oder? Dann haben wir den Angriff. Das ist schon angesetzt. Dann übernimm du den, der gesetzt ist. Okay. Und jetzt hoffe ich auf Einigkeit beim Cheftrainer, beim Co-Trainer von der zweiten Offensivkraft, die wir haben, Heinz. Wenn ich das gestrige und heutige Training anschaue, dann muss ich ganz klar sagen, an Thomas Beck hat sich wieder einmal aufgedrängt zum Anfang als Spieler. Ich würde statt Matthias Christen den Thomas Beck bringen. So, jetzt haben unsere drei Experten, unsere Fachnasen, die mitgereist haben von Liechtenstein, haben probiert, um die Aufstellung zu machen. Und wir haben eigentlich jetzt fast live mitbekommen, selbst mit so viel Fachkompetenz ist es gar nicht so leicht, um 11 zusammenzubringen, Unstimmigkeiten. So sieht es vielleicht dabei, du Zaug, er ist am Studieren, Diskutieren mit seinen Trainerkollegen. Aber wir sind gespannt, wer das aufläuft. Wir sind überzeugt, es gibt keinen Trainer, der nicht aus seiner Sicht die besten 11 bringt. Und so würde ich sicher die Richtigen anfangen. Und wenn nicht, die Aufstellung. Der Trainer macht sie vor dem Spiel, alle anderen nach dem Spiel. Das war es vom zweiten Expertentag. Danke vielmals in die Runde. Ernst Hasler, Chris Kind und Heinz Zöchbauer. Ich freue mich natürlich bei weiteren Gelegenheiten auf euch zurückzugreifen. Und schauen wir freuen uns auf das Spiel Wales gegen Liechtenstein.